Bislang verfügt Deutschland über ein gut funktionierendes Netz von rund 20.000 Apotheken. Egal ob in der Stadt oder auf dem Land, ob am Tag oder in der Nacht, jeder wird schnell und unkompliziert mit Arzneimitteln versorgt. Max hat Husten und Fieber. Der Kinderarzt stellt ihm ein Rezept aus, damit er schnell wieder gesund wird. In der Apotheke wird das Arzneimittel zubereitet und sofort mitgegeben. Das macht den kleinen Max wieder gesund und seinen Papa glücklich. Auch ältere Menschen wie Frau und Herr Müller sind auf die Versorgung durch ihre Apotheke angewiesen. Telefonisch bestellt Frau Müller die benötigten Produkte für ihren Mann. Kurze Zeit später liefert die Apotheke per Botendienst die Bestellung an Familie Müller aus. Auch am Wochenende, an Feiertagen und in der Nacht organisieren die Apotheken eine unkomplizierte Versorgung, die jeder in Anspruch nehmen kann. Bei akuten Schmerzen, hohem Fieber oder Verhütungspannen ist die nächste Apotheke schnell zu erreichen. Kompetente Beratung, lebensnotwendige Arzneimittel und tröstende Worte gibt es hier garantiert. Doch das Apothekennetz bekommt allmählich Löcher. Was ist passiert? Deutschlands Apotheken brauchen Rezepte, um zu überleben. Und diese werden seit Jahren weniger. Ausländische Arzneimittelversender locken ihre Kunden mit Rabatten, die deutsche Apotheken nicht geben dürfen, und ziehen so die überlebenswichtigen Rezepte aus dem deutschen Apothekensystem. Und das hat Folgen. Der kleine Max und sein Papa stehen vor verschlossener Tür. Frau und Herr Müller können nicht zeitnah und zuverlässig zu Hause versorgt werden. In kleineren und größeren Notfällen ist die nächste Apotheke unter Umständen kaum zu erreichen. Auch wenn der Postbote zweimal klingelt. Ältere, kranke und hilfsbedürftige Menschen können nicht auf Arzneimittel warten, die erst nach Tagen aus dem Ausland geliefert werden. Für sie ist der Versandhandel mit Arzneimitteln keine gute Wahl. Fakt ist, ohne Rezepte können die Apotheken vor Ort nicht überleben. Und ohne sie gibt es keine Hilfe vor Ort. Deshalb muss sichergestellt werden, dass es rezeptpflichtige Arzneimittel nicht im Versandhandel, sondern nur in den Apotheken vor Ort gibt.